Wie konnte Salazar Slytherin eigentlich die Kammer des Schreckens vor den Augen seiner Hogwarts-Mitgründer bauen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Ich wette, fast jeder von euch hat sich schon einmal beim Anblick der Kammer des Schreckens gefragt, wie zum Teufel Salazar Slytherin es geschafft haben könnte, die Kammer des Schreckens versteckt zu bauen und auch versteckt zu halten. In diesem Video werden wir genau das besprechen und uns vorstellen, wie Salazar Slytherin die Kammer des Schreckens heimlich und unbemerkt gebaut haben könnte. Außerdem werden wir seine Einstellung gegenüber Muggeln und muggelstämmigen Zauberern und Hexen betrachten und wie das Ganze zusammenhängt. Ohne weitere Umschweife, lasst uns direkt starten. Beginnen wir mit der Bedeutung der Paselmundsprache und warum das so eine entscheidende Rolle spielt. Die Paselsprache spielt eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Kammer des Schreckens. Slytherin war ein Paselmund, was bedeutet, dass er mit Schlangen kommunizieren konnte. Er könnte eine riesige Schlange wie den Basilisken herbeigerufen haben und in die Kammer gebracht haben, um sie dort zu beschützen. Dies könnte auch erklären, warum nur Paselmünder den Eingang zur Kammer des Schreckens öffnen können. Da die anderen Gründer keine Paselmünder waren, wären sie nicht in der Lage gewesen, die Kammer oder auch das Monster darin zu entdecken. Salazar Slytherin, einer der vier Gründer, hat die Kammer in einem verborgenen Teil der Schule erbaut. Er hat einen geheimen Eingang erschaffen, der nur von Paselmündern geöffnet werden konnte, um die Kammer für die kommenden Generationen zu verbergen. Slytherin könnte sein Wissen über Magie und Geheimnisse von Hogwarts genutzt haben, um heimlich eine Kammer unter der Schule zu bauen, und damit meine ich vor der Eröffnung der Schule. Er könnte bereits bei der Planung der Schule unterirdische Tunnel oder geheime Räume eingeplant haben, die später als Grundlage für die Kammer des Schreckens dienten. Diese Kammern und Tunnel hätten den anderen Gründern möglicherweise nicht bekannt sein müssen und deswegen hätte das Ganze auch so gut klappen können. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Aspekt, und zwar den Tarnzaubern und der Unsichtbarkeit, die er für den Schutz der Kammer genutzt haben könnte. Als mächtiger Zauberer könnte Salazar Slytherin Tarnzauber und Unsichtbarkeitszauber verwendet haben, um den Bau der Kammer vor den Augen der anderen Gründer zu verbergen und zu verschleiern. Diese Zauber würden es ihm ermöglichen, die Baustelle zu verbergen und unentdeckt zu arbeiten, während er die Kammer des Schreckens erschuf. Slytherin könnte ebenfalls magische Täuschungen oder Illusionszauber verwendet haben, um den Bau der Kammer zu verschleiern. Diese Täuschungen würden die anderen Gründer davon abhalten, Verdacht zu schöpfen oder den eigentlichen Zweck des geheimen Raums bzw. der geheimen Kammer zu erkennen. Der Hauptgrund, warum Salazar Slytherin überhaupt in Betracht gezogen hat, die Kammer des Schreckens zu erschaffen, war seine Einstellung gegenüber Muggeln. Salazar Slytherin war bekannt für seinen Hang zur Reinblütigkeit und seine Abneigung gegenüber Muggeln und muggelstämmigen Zauberern und Hexen war weit und breit bekannt. Er vertrat die Idee, dass nur reinblütige Zauberer das Recht haben sollten, Magie zu praktizieren. Obwohl es keine konkreten Beweise dafür gibt, dass er Muggel oder muggelstämmige Zauberer direkt angegriffen oder getötet hat, könnte seine extreme Ansicht zu einem Konflikt mit den anderen Gründern geführt haben und letztendlich zur Entstehung der Kammer des Schreckens. Aber wie auch immer die Kammer entstanden ist, die Kammer des Schreckens wurde als eine gefährliche und düstere Höhle beschrieben, die von einem mächtigen Monster, dem Basilisken, bewacht wurde. Es wird angenommen, dass Slytherin das Monster in die Kammer brachte, um als Waffe gegen Muggelstämmige zu dienen. Das monströse Wesen, das mit einem einzigen Blick töten kann, würde Slytherins Ideologien der Reinblütigkeit widerspiegeln und als Mittel zur Säuberung von Hogwarts dienen und das über mehrere Generationen hinweg. Die Kammer des Schreckens war einer der Orte, die nicht in der Karte des Rumtreibers zu finden war, vermutlich, weil die Rumtreiber die Kammer nie gefunden hatten. Es ist nicht bekannt, ob sie die Kammer hätten einzeichnen können oder ob die Kammer unortbar war. Die Kammer könnte Ähnlichkeiten mit der Höhle am Meeresufer gehabt haben, ein Ort, der schon da war, unter dem See, während die Höhle im Buch 5 einen See umschloss, der bereits alte Magie besaß. Lasst uns ein kleines Fazit daraus ziehen. Die Kammer des Schreckens bleibt ein faszinierendes und düsteres Kapitel in der Geschichte von Hogwarts. Die Idee, dass Salazar Slytherin die Kammer heimlich und unbemerkt gebaut haben könnte, lässt uns in die Tiefe seiner magischen Fähigkeiten und seiner dunklen Gedanken eintauchen. Seine extreme Einstellung gegenüber Muggeln und muggelstämmigen Zauberern wirft auch Fragen über die Motivation hinter der Kammer und ihren dunklen Geheimnissen auf. Er hat eine Menge Energie und Zauberei in sein fast erfolgreiches Vorhaben reingesteckt.
Salazar Slytherin könnte die Kammer gefunden haben, als die Entwässerung des Schlosses angelegt wurde und sie mit einem Zauber verschlossen haben, sodass sie unauffindbar wurde. Die Erinnerung der Menschen, die die Statuen geschnitzt hatten, könnte er einfach ausgelöscht haben. Er könnte beispielsweise für den Boden des Schlosses und die Kerker verantwortlich gewesen sein, Helga Hufflepuff für die Küche und die Vorräte, Godric Gryffindor für die Mauern und die Türme und Rowena Ravenclaw für die Klassenzimmer und die Treppenhäuser. Aber das ist nur meine Vorstellung. So könnte Salazar Slytherin halt die Kammer gefunden haben. Der Basilisk wurde von draußen hereingeschleppt, aber da er so groß geworden ist, könnte man annehmen, dass er vor seinem langen Schlaf häufig gefüttert wurde. Auch die Ratten müssen einen Grund gehabt haben, sich in der Kanalisation aufzuhalten, und die wären natürlich das perfekte Futter für ihn gewesen. Falls du noch Fragen über Salazar Slytherin, die Kammer des Schreckens oder ein anderes Harry Potter Thema hast, schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da und lass dem Video ein Like da und einen Kommentar. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.